Und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück. So, mal gucken, was jetzt hier so passiert. Momentan irgendwie gar nichts. Okay. Eigenartig. Ah ja, okay, jetzt ist dann doch fertig. Schon gewundert hier gerade die ganze Zeit. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwas zustande kriegen. Ich brauche halt echt dieses eine Material. Haben wir denn jetzt Platz? Gucken wir doch mal kurz ins Inventar. Ja, müsste passen. Dann hat er kurz. Warum habe ich eigentlich hier nicht die Karte? Das verstehe ich nicht. Das ist egal. Also, was haben wir hier? Mission. Ja. Da ist der Rover. Podstage 2. Ja. Hier vorne ist auch eine Mine. Epsilon-Mineneingang. Ich denke, wir werden in so eine Mine rein müssen. Wobei, was hier hinten? Ja, hier waren wir, glaube ich, auch gewesen, ne? Ja. Okay. Hier ist auch noch irgendwas. Unidentifiziertes Mineral, hier auch noch. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier hin. Und schauen mal nach, was da ist. Irgendwas muss da ja sein. Also habe ich irgendwie eine Waffe oder sowas? Ja, das hier. Zwar ist nicht so super in Schuss, aber geht schon irgendwie. So. Weil wenn das unidentifiziert ist, könnte es sein. Ah, jetzt können wir wieder nicht rennen. Dass es vielleicht doch etwas ist, was wir gebrauchen können. Ja, deshalb, wir gucken das mal alles so durch und dann finden wir das ja schon raus. Hier soll das sein. Direkt unter mir. Das ist wahrscheinlich in der Mine drin, hä? War hier nicht auch eine Mine? Natürlich, hier war doch eine. Ist schon eigenartig. Okay, da vorne. Okay, das ist dann so ein Tool halt, ne? Okay, dann müssen wir mal zu der Mine hin. Wo auch immer die jetzt gerade ist. Oh, ist das da oben? So. Ja, gehen wir da hin. Genau. So. Oh, habe ich jetzt einen Marker gesetzt? Ja, da vorne ist er. Sehr schön. So. Schauen, wo ist er denn? Hier vorne müsste eigentlich gleich die Mine kommen, glaube ich, ne? Ja. Was ist das für ein Mineral? Kenne ich das schon? Eisen. Okay. Da haben wir also Eisen gefunden. Okay, ja, das ist der Punkt hier. Was war das hier? Stein oder sowas nur, ne? Ja, genau, das ist einfach nur Stein. Tja, wir haben wohl da rein müssen, würde ich sagen. Tja. Sehr große Höhle. Okay, scheint dann doch nicht so groß zu sein.
So ein bisschen verschachtelt, ne? Ja, gehen wir mal oben lang. Hier gibt es ganz schön schreckliche Viecher unten. Ich wette drauf. Okay. Hier schon wieder keins. Ja, wir sind jetzt schon ganz schön tief. Das gefällt mir alles gar nicht. Das erinnert mich so an die Höhlen bei Ark, wo ich mir auch immer denke so, ah, da will ich nicht hin. So wie hier. Oh, da hinten ist Licht. Da ist irgendwas. Also ich sehe nichts krabbeln. Merkur, Lithium. Okay. Gold. Nicht das, was ich brauche. Ja, lieber nicht rennen. Heben wir uns die Ausdauer lieber auf. Das sieht auch nach Gold aus, genau. Ja, wir bräuchten jetzt Schwefel, ne? Zumachen kann man das Tor auch nicht. Aber es scheint wieder bergauf zu gehen. Ja, guck mal hier, hier sind wieder so Sachen. Oh, ist da vorne irgendwas? Dann, guck mal, da oben hängt was an der Decke. Ja, schade, dass das Licht da oben nicht funktioniert, ne? Ist ja ätzend. So. Ich hoffe halt bloß, uns überrascht jetzt hier nichts Ätzendes. Ja, ätzend ist ganz, ganz treffend, glaube ich. So in Hinsicht auf Aliens. So halt wie die Aliens halt, ne? Wahrscheinlich tapert es die ganze Zeit leise und vorsichtig hinter mir her. Verfolgt mich auf leisem Schritt und wenn ich dann so mich fast in Sicherheit wege, weil da zum Beispiel der andere Ausgang ist, dann kommt es wahrscheinlich an. Wird mich packen, in die Finsternis entführen. Und man hört dann nur noch durch die dunklen Gänge, sieht man nur so ein bisschen das Geflacker der Taschenlampe so wüst hin und her und hört dann meine hohlen Schreie, ja, die dann hier durch den Gang schallen. Ah, hier ist wieder der Ausgang. Okay, krass. Aber hier kann man nicht raus. Okay, warum nicht? Interessant. Interessant. Ah, immer diese Störung vom Anzug. Guck mal, sind noch mehr Leitungen. Es geht auch weiter nach oben. Ah, ich muss das mit der Ausdauer aufheben. Ich habe es zu eilig gerade. Wenn wir das wirklich brauchen, gut, okay, wir sind jetzt so weit weg. Da reicht unsere Ausdauer niemals im Leben aus, um da jetzt wieder zurückzukommen. Da vorne ist schon wieder was an der Decke. Sieht aus, als wäre so eine riesige Ausgrabungsanlage oder sowas.
Ach du Scheiße, was bist du denn? Hau bloß ab, ey. Hab ich dich. Alter Schwede. Habe ich noch irgendwie einen Verbandskasten oder irgendwas? Das macht's auch nicht besser. Minus 6 ist natürlich keine Alternative. Okay, das ist super. Also, okay, wir brauchen definitiv krasse Waffen, wenn wir hier unten uns rumtreiben wollen. Da hinten ist ein Frachtbehälter. Ich hoffe, das war jetzt hier das einzige seiner Art. Sieht jetzt auch gerade so aus, ehrlich gesagt. Was haben wir denn hier? Nickel? Diamant. Ja, nicht das, was ich brauche. Das hat auch die Sache, wo geht's hier hin? Auch nichts. Okay. Dann treten wir einen taktischen Rückzug an. Weil wir haben es bisher überlebt. Wir haben ein paar Sachen bekommen. Wir sollten unser Glück nicht herausfordern. Das macht man halt nicht, ne? Das ist so wie wenn man beim Poker schon nach ein paar Mal mehr raus hat, als man reingesteckt hat. Dann sollte man auch den Zeitpunkt kennen, an dem man sich zurückzieht und sagt, so, oh, danke, war ein schöner Abend. Ich habe jetzt genug. Ich wünsche den anderen Herren und Damen noch weiterhin viel Erfolg, viel Glück. Aber für mich endet dieser Abend hier. Ja, ist halt wichtig, ne? Dass man das Maß kennt. Das ist so wie bei eigentlich allen Sachen. Ne? Wenn man der Meinung ist, man müsste Alkohol konsumieren und solche Sachen. Das ist ja auch so, da muss man dann auch irgendwann den Punkt kennen, wo man dann merkt, okay, war schön bis hierhin, aber mehr jetzt nicht. Und so ist es bei allen Sachen eigentlich, ne? Und das merke ich gerade hier, so, okay, es war knapp. Wir hatten diese eine Frucht noch dabei. Die hat uns ganz gut geholfen. Aber mehr brauchen wir jetzt nicht. Deshalb gehen wir jetzt auch flugs weiter. Weil noch eins von den Viechern schaffen wir definitiv nicht. Dafür haben wir viel zu schlechte Waffen. Die Waffe ist jetzt ja auch deutlich schlechter. Die ist eigentlich kaputt jetzt mittlerweile. Also so gut wie... Oh, jetzt haben wir... Das ist jetzt schlecht. Ich höre nichts mehr, weil der Pulsschlag zu laut ist. Und wir sind viel zu langsam. Wenn wir das nicht ganz runtergehen lassen, dann ist es gar nicht so schlimm. Naja, lassen wir so bis hierhin. Dann ist das noch in Ordnung. So. Und ich bin raus. Yay. Ah, das ist doch schon mal ganz okay. Sehr schön. Haben wir denn jetzt eigentlich dieses Mineral? Ist doch doof, dass ich M nicht drücken kann für die Karte, das ist, finde ich, so irgendwie doof. So, das Mineral hier vorne ist dann jetzt identifiziert? Nee, immer noch nicht.
Ich frage mich, was das sein soll für ein Mineral. Weil da ist ja nichts. Es sei denn, natürlich ist es doch unterirdisch. Ja, aber. Als ob es hier darunter wäre. Sehr, sehr eigenartig. Nein, hier ist ja ganz viel davon. Ja, es ist definitiv irgendwie in unterirdischen Höhlen. Aber wir sehen, mit vernünftigen Waffen ist das garantiert kein Thema. Ja, wir brauchen halt bloß vernünftige Waffen, ne? Das wäre schon mal ganz schön. Das ist auch wieder. Ja gut, wir haben jetzt das Leder. Das ist auch schon mal viel wert. Hahaha, sehr schön. Okay, ja, das bringt mich jetzt auch nicht weiter. Ich kann ja alles Mögliche halt reinschmeißen, aber das bringt halt nichts. So. Na, Zinn braucht man halt viel, ne? Achso, hier, warte mal. Das gegrillte Fleisch. Ja. So, mal gucken. Das machen wir einfach beim nächsten Mal, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, besser.